Herzlich willkommen in der Lounge des Hauses der Geschichte. Hier und im Erdgeschoss finden Sie einen Teil des Werkes Politics of Pictures von H.A. Schut. Das Foyer mitten im Getümmel eines gut besuchten Museums für Zeitgeschichte erschien uns als der beste Platz, um die Kunst von H.A. Schut zu präsentieren. Nach einem Trashman und einem Slackman übernimmt die Stiftung wiederum ein Kunstwerk von H.A. Schut in ihre Sammlung. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, lieber Herr Schut. Und herzlichen Dank, Herr Kästler, und dem Verein Kunst hilft geben, die uns hier auf der Bühne stehende Box überlassen hat. Ja, wir sind hier im Haus der Geschichte in Bonn, haben eine Ausstellung mit H.A. Schut, Politics and Pictures. Das ist eine ganz interessante Ausstellung. Aktuell geht auch um das Thema Krieg, Umwelt, Armut, und wir profitieren davon, weil wir dürfen diese Boxen verkaufen für 1000 Euro, wir dürfen eine Edition verkaufen für 300 Euro und wir haben eine große Maxi-Edition für 500 Euro, und damit unterstützen Sie Obdachlosenhilfe hier in Bonn und in Köln, und wir machen das alles ehrenamtlich. Die Bild-Zeitungsboxen, die hier ausgestellt sind, sind ja aus dem Stadtbild längst verschwunden. Es ist im Grunde so eine Reminiszenz an das untergehende Print Zeitalter, aber sie waren ja als stumme Verkäufer lange Jahre, Jahrzehnte sehr präsent mit ihren Titelbildern und auch mit ihren Schlagzeilen. Und insofern waren sie eigentlich gar nicht so stumm, sondern tatsächlich auch sehr laut. Und genau dieses Laute, dieses Herausbrüllen einer Botschaft, das adaptiert und das okkupiert, wenn man so will, H.A. Schut jetzt mit diesen ausrangierten Boxen. Wenn man früher durch Köln ging, konnte man jedem von denen hier begegnen. Das ist eine versunkene Zeit der Papierlandschaft. Und wie ich dann hörte, dass sie abgeschafft werden sollten, habe ich sie mir besorgt. Man wusste nicht, wohin damit. Vieles, was wir wegwerfen, das kann man wieder verwenden. Und so ist aus diesen Weggeworfenen eigentlich auch verachtet oder vergessen. Nennen wir sie ruhig Skulpturen des Alltags, ist dann plötzlich etwas geworden, was den Obdachlosen von Köln hilft. Und so hat der Springer Verlag auch hier einmal etwas Gutes getan. Künstler spielen eine ganz große Rolle in der Bundesrepublik und natürlich auch in der politischen Bildung. Und H.A. Schut als Aktionskünstler ist natürlich vielleicht einer der renommiertesten, der sich immer eingemischt hat und der nicht zuletzt auch die Ausstellung, die wir hier sehen, Politics of Pictures genannt hat. Es sind Bilder seiner Aktionen. Er macht ja seit über 40 Jahren Aktionskunst, und diese Aktionen in Bildern dokumentiert, sind wiederum in den Bild-Zeitungsboxen, die ausrangiert sind, eingebettet, sodass wir neue Bilder und Aktionen, die Aktionen mit neuer Aktualität hier ausstellen können. Bildern soll man nie trauen. Bilder sind programmiert aus dem Blickwinkel, den man gerade hat. Das Bild ist immer nur bezogen zu dem Moment, in dem es der, der es gemacht hat, gedacht hat. Das Bild ist der Ausdruck des Einzelnen. Aber manchmal sind Bilder auch der Ausdruck, wie wir das jetzt auf der Documenta erleben, eines kollektiven Gedankens. Und dieser Gedanke ist nicht immer richtig. Bilder machen Krieg, Bilder interpretieren Krieg, Kriege werden für Bilder gemacht, Kriege bleiben in Bildern seit Napoleon oder eben auch jetzt seit Herrn Zelensky. Also H.A. Schut ist jetzt die siebte Ausstellung in 10 Jahren, und wir haben immer gut verkauft von ihm, weil er ist ein Umweltkünstler, ein Aktivist und hat ein Herz für Obdachlose, und das ist für uns total wichtig, und deswegen sind wir froh, dass wir 4 Tage hier im Haus der Geschichte zu Gast sein dürfen und verkaufen dürfen.